Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Space Engineers Hardcore Mode. Eigentlich wollte ich jetzt keins mehr aufnehmen, weil ich eigentlich auch los muss. Aber naja, der Aerox hat mich denn doch nochmal überredet gekriegt. Und deswegen nehmen wir jetzt noch eine Folge auf. Können wir mal sehen, was ich für euch jetzt mache hier. Ja. Ja, dann sind wir auch wieder hier. Ich bin immer noch am Schweißen. Ja, ich bin immer noch am Bohren. Ganz schrecklich. Ja, auf jeden Fall. Ja, was gibt's Neues? Wieder mal nicht so viel. Hoffentlich kriegen wir dann in der nächsten Folge auch mal das Sicherheitssystem zusammen. Aha, gute Träumerei. Naja, nach 8 muss er spätestens fertig sein. Zumindest betriebsbereit. Jetzt haben wir die 5. ne? Ne, die 5. war eben jetzt, das ist die 6. Naja, wenn ich die Teile fertig habe, dann könnte ich eigentlich anfangen. Weil ich meine, jetzt sind eigentlich, glaube ich, alle Rohstoffe in der Raffinerie, ne? Ja, die werden auch noch länger drin bleiben. Weil, ja, okay, die Raffinerie wird jetzt 24/7 laufen, also ganze Zeit einfach durchrattern. Ja. Wir müssen auch irgendwann diese ganzen Mengen, die uns hier der Supergamer alle angeschleppt hat, auch mal verarbeiten. Ja. Massenproduktion. So wie auf dem Minecraft-Server. Ja, der gute alte Minecraft-Server. Ja. I don't say anything. Mal gucken, wann es da mal weitergeht. Ja, das ist ja momentan zum Stoppen gekommen. Naja. Wenn es überhaupt mal weitergeht. Ja, da kam halt was dazwischen. Ja. Also ich baue einfach mal Eisen ab, weil momentan ja kein Auftrag vorhanden ist. Gold ist genug da. Ja. Wenn du mal Gold findest und du gerade abbauen kannst, dann kannst du es noch abbauen. Gold ist genug da, du weißt ja, auf dem anderen Asteroid. Du hast Gold genug. Also wie gesagt, wenn du es einfach mal siehst, abbauen, mitnehmen. Aber ich nehme erstmal Eisen mit, hier ist ja noch eine große Quelle. Ah, ich kann die Pipes fertigstellen. Yay, und dann geht's an die Waffensysteme, oder? Schweißen. Erstmal fertig schweißen. Ja, aber danach. Ja, mal gucken. Da bin ich auch noch so ein bisschen am Überlegen. Die müssen fertig werden. Ja. Du weißt, was passiert, wenn so ein, ne? Oh, ja, es ruht ein schlechter, das wäre egal. Dann ist alles verloren, was du aufgebaut hast und was ich erfarmt habe. Ach, das ist alles viel zu objektiv. Ja. So, die Pipes funktionieren, Leute, die funktionieren. Waffensysteme. Ja. Ja. Jetzt erspare ich mir einen ganz großen Arbeitsschritt. Ja, damit die Waffensysteme fertig gebaut werden können. Immer mit dem Waffensystem, ne? Ja, ich will nicht, dass wieder so ein Teil einschlägt. Weil ab dahin werde ich im Kreativmodus nichts wieder neu aufbauen. Also denn die Waffensysteme funktionieren nicht. Da können wir aber auch gleich das Let's Play beenden. Lithium wolltest du noch abbauen. Ja. Ja, da habe ich ja auch gesagt, das ist Lithium. Ach ja, genau, das ist das Einzige, was wir nicht haben. Ja. Genau. Die Rohre arbeiten und arbeiten. Schön, schön. Ich freue mich. Funktioniert alles? Ja, alles funktioniert. Gut, dann habe ich dir das ja richtig gesagt. Ich habe jetzt hier gerade noch ein paar Motoren, obwohl die eigentlich nach hinten können. Und ein paar Schwerkraftkomponenten hergestellt werden. Ja. Motoren kann ich auch nochmal hinzufügen zum Schwerkraftgenerator. Ich weiß gar nicht, ob ich die brauche für den. Für die Kanonen, das weiß ich gerade nicht. Was denn nochmal? Motoren, ich guck gerade. Motoren brauche ich dafür auch noch. Ja.
Wollte ich gerade sagen, die braucht man noch. Aber ansonsten ist alles da von jedem Rohstoff außer halt Silizium. Ja, und alter Schwede, sind die Viecher groß. Ja. Ach du Kacke. Jetzt brauchen wir. Silizium. Direkt an der Oberfläche, wie geil. Oho. Brauchst du davon sehr viel oder? Das kannst du eigentlich gut und dürftig abbauen. Gut, dann bringe ich einfach mal 4 Inventarladungen mit, das heißt 10.000 Kilogramm. Auch genannt 10 Tonnen. So, ich muss gerade noch mal ein bisschen Uran verarbeiten. Ja. Wir wollen ja auch, dass es hier nachher noch weitergeht und nicht einfach aufhört. Ja. Jetzt baue ich erst noch mal wieder ein paar Blöcke. So. Oh, Energie des Anzugs ist niedrig. Na, super. Muss ich mir die Position hier merken. Okay, da. Ich nehme an, da werde ich wieder hinfinden. Und wir sind schon bei 6 Minuten und ein paar Sekunden. Ich lege auch gerade rein wie so ein Rockefeller, damit es vorangeht. So, ein bisschen Silizium ist schon da. Okay. 350 Kilo setzt sich die Welt, aber kommt noch gleich was. Jo. Kurz mal Energie tanken. Noch einen Eisenplatten. So. So, 3. Ich glaube, dann werde ich hier die erste Gatling bauen. Ja. Bing. Kannst du auf die Raffinerie setzen, weißt du so? Nee, weiß. Sieht scheiße aus. Nee? Achso, ja, okay. Sieht scheiße aus. Hold on. Dann geht das ja wohl nicht. Richtig. Muss ich das Siliziumfeld hier wieder finden? Die Quelle. Hier sehe ich ein Bröckel. Da muss ja auch in der Nähe die Quelle sein. Irgendwo. Ich mache noch mal ganz kurz einen Cut. Bis gleich. Und wieder da. Guten Tag. Und auch. Ich habe Nickel gefunden in 13 Meter Entfernung. Okay. Aber das ist im. Ja, Asteroiden. Hier ist nochmal Nickel. Hier ist Silizium. Ah, hier ist die Quelle des Lebens. Ja. Ja. Ich stell grad Eisen und Eisenplatten her. Ah, cool. Das ist Stahlplatten. Ja, ich hab gut. Das Eisenplatten drin noch vom Factorio irgendwie. Da heißen die Eisenplatten. Ah. Mal gucken, ob das auch nochmal Let's Plays. Ja, das muss ich nochmal gucken. Auch wann der Multiplayer kommt. Der kommt, glaube ich, sogar heute. Also so ja. Das, der Prototyp. Weiß ich aber nicht. Also mit heute meine ich Freitag. Genau, Freitag, wir müssen das Datum sagen. Freitag, der 6.6.2014. Du kannst Datum sagen, ey. Ich bin der Stellen von dir. Was? Du kannst ein Datum sagen, ich bin der Stellen von dir. ACTV oder so? Das wäre gerade sächsisch bei dir, Evo. Aha. Naja, okay. Leute, okay, schnell Thema wechseln. Ja, würde ich auch mal sagen. Und ja, ich baue einfach mal weiter die Rohstoffe hier ab. Ich wollte dich nicht auf. Ja, das ist sehr freundlich. Gleich kommt er mit einer Waffe vorbei. Ich wollte dich nicht auf, nein. Bam, 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 bam. Mhm.
Gliederschutz. Bin ich gerade auch am Herstellen für das Gatling-Geschütz. Ja. Da. Abwehrsystem. Ja. Jetzt schweiße ich mir einen kleinen Arbeitsweg. Ja. Also die Bodenblöcke, dass sie auch mal fertig werden. Es ist auch gestern, glaube ich, ist auch ein neues Space Engineers Update gekommen. Also ja, das habe ich noch direkt nach der Aufnahme runtergeladen. Aber das waren nur Bugfixes und sowas. Nee? Nein, da sind auch diese Steckdosen dazu gekommen. Waren die nicht gestern schon da? Ja, meine doch gestern. Ja, aber nach der Aufnahme kam noch ein kleines. Das mit den Steckdosen haben wir schon in den letzten Folgen gesagt. Ja. Zumindest ich. Ich glaube, ich habe sie nicht gehört. Joa. Bin ich weiter fleißig am Schweißen. Jo. Mal gucken, wann der Gravitationsgenerator auch mal seine Taten erfüllt. Stahlrohr, Motoren, Computer, Name, Herstellungskompetenz. Wie viel Zeit habe ich dann noch, bis die Folge beendet ist? Also jetzt sind 11 Minuten noch was rum. Okay, 4 Minuten. Ich glaube, das schaffe ich in dieser Folge auf jeden Fall nicht mehr. Nein, aber das mit der Gatling-Gang anfangen war ja auch das Ziel. Und das ist ja erreicht. Musste nur noch fertig eingestellt werden und dann geht's aus. Genau. Na, mal gucken, ob sie hinten uns erfüllt. In der 8. Folge werden dann die bösen Teile angeschaltet. Das ist auch so hoch pushen, ne? Ja. Das ist auch total billig. Also, sag es doch jetzt nicht, das ist doch schnell alles. Naja, gut. Das war doch der Plan. Ja. Na, mal gucken, weiß nicht. Wenn du gleich noch mitschweißt, dann können wir die Gatlinge noch fertig bekommen. Ja? Ja. Sind die Rohstoffe dafür da? Also alles ist da. Muss nur noch rangeschweißt werden im anderen Sinn, aber ja, könnt klappen. Ja, aber wenn du jetzt noch mitschweißt, dann könnte es werden. Ja gut, dann komme ich mal eben vorbei. Ich sammle noch eben die Sachen hier ein. So. Okay. Dann komme ich mal hoch. Ja, jetzt habe ich schon hier die erste Stufe. Doch. So, Kram da noch eben reinschmeißen. Das, was in der Sampler drin ist, kannst du alles dran speisen. Ich guck, dass die Nickel noch produzieren. Heute geht es auch viel schneller. Jupp. So, die Motoren brauchen wir jetzt noch, denn ist die Gatling-Gun schon einsatzbereit? Fehlen noch Nickelbarren und Kobaltbarren. So, Nickel haben wir, glaube ich, gleich genug. Jawohl. Motoren, Computer. Achso, ne, Motoren, die Computer und so braucht man anscheinend nicht. So dringend. Was auch merkwürdig ist. Ach, das ist normal. Auch man braucht keine Computer für eine automatische Gatling-Gun. Du denkst viel zu offensichtlich. Wie viele Motoren brauchen wir noch? 6. 6.
Gucken wir mal, dass wir genau 6 hier drin haben. Ja, wir sind zwar bei 15 Minuten, aber wir können ja wieder ein bisschen überziehen. Das können wir so lange machen, bis wir die Gatling Gun fertig haben. Also bis sie betriebsbereit ist. Ja. Oh Gott. Ja. Es dauert ja noch einen kleinen Moment. Ich bin schon dabei. So, 3 Motoren hier drin. Das heißt, Nickel haben wir leicht genug. Für Kobalt. Einen? Nee, für alle. Für alle? Wo ja. Nickel und danach kommt Kobalt. Ah. Ich alles nur automatisch hier rüber geschubst. Das Problem ist, Eisen muss ich noch vom Hand rüber holen. Das mag er noch nicht. Das hat zu langsam für. Er mag kein Eisen. Schmeckt ihm nicht so gut. Sich ist zu langsam. Dein Licht ist an, wollte ich ja noch mal gesagt haben, ne? Es zieht Energie. Ja. Ja, Stahlplatten zu speisen so lange. Ja, die liegen ja hier manchmal rum. So, Nickel ist leicht genug. Da. Nur ein paar kleine Prozentchen. Und. Was und? Nickel ist genug. Fehlt Kobalt. Nur noch Kobalt. Kobalt wird sofort angeschmissen. Naja, wobei, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge seht ihr denn, wie denn die Gatling Gun hier funktioniert ohne Computer. Ach, mit deinem Cliffhanger, ey. Ja. Anstatt jetzt zu warten, nein, ja. Der Super Gamer baut einen Cliffhanger ein. So, super gemacht, Peter. Aber so weit vorne. Super, ich klatsche, ne? Naja, okay. Dann bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao. More money and more problems. What Biggie said, it looked like it's true. Used to be my homeboy. Now bounce. Everybody know we stay yoking. Everybody know we stay yoking. A million,